Nostradamus, der große Seher. Wer war dieser Nostradamus? Darüber spreche ich mit Rose Stern, einer der profiliertesten Nostradamus-Kennerinnen im deutschsprachigen Raum. Liebe Rose Stern, herzlich willkommen bei uns. Sie haben sich seit über 30 Jahren mit Nostradamus beschäftigt. Sie haben etliche Bücher geschrieben über ihn. Sie haben sich mit Botschaften für unsere Zeit beschäftigt. Wir werden in diesem Gespräch nur am Schluss auf eine Botschaft kommen. Das ist in einem anderen Gespräch, wo Sie darüber sprechen. Wer war Nostradamus? Ja, nun kennen wir ihn ja nicht persönlich, sondern können ja nur nachforschen. Also, was die Historie dann hergibt. Aber in seinen Texten, 10.000 Versen, gibt er auch bibliografische Dinge preis. Und das kann natürlich nicht so ungeprüft in seinen Lebenslauf eingewunden und eingeflochten werden. Aber ich habe das gemacht, ich habe es gewagt zu sagen, also hier ist die Historie, das ist wirklich bekannt über ihn. Mhm. Und hier ist das, was in seinen Texten über ihn selbst steht. Das heißt, wir haben eigentlich sozusagen zunächst mal zwei Wirklichkeiten oder mögliche Wirklichkeiten. Mhm. Eine historisch dokumentierte. Mhm. Dazu gehört ja auch, dass er offenbar aus einer jüdischen Familie stammte, die dazu gezwungen war, überzutreten zum Christentum, weil sie sonst enteignet und vertrieben worden wären. Was gibt es über seine Familie, auch über den Hintergrund, auf dem möglicherweise erst seine Visionen und seine Heilung und seine ganzen Botschaften entstehen konnten? Also darüber lässt sich gar nichts sagen. Über seine Kindheit ist überhaupt nichts bekannt. Es ist erst die Rede davon, als er 15 Jahre alt ist und nach Avignon auf die höhere Schule praktisch geschickt wird. Nach 3 Jahren macht er dort sein Abitur, würden wir heute sagen, und wechselt dann an die Universität in Montpellier zum Medizinstudium. Also das ist so das, was wirklich bekannt ist über seine Kindheit. Naja, man sagt ja aber, dass möglicherweise aus dem jüdischen Familie manche Schriften mit Orakelsprüchen und so weiter vererbt worden sind. Oder ist das Ihnen zu spekulativ? Also das würde ich zunächst mal nicht in Anspruch nehmen. Ja? Mhm. Aber er muss auf jeden Fall mehrere Sprachen sofort gesprochen haben. Denn die Schulen fanden alle in lateinischer Sprache statt. Zu Hause hat er möglicherweise noch Hebräisch gelernt. Auf jeden Fall hat er mit seinen Freunden auf der Gasse Provenzalisch gesprochen. Das sind schon 3 Sprachen, die er schon mit 15 beherrscht hat. Es ist ja nun so gewesen, dass er in der Zeit, als er in Montpellier war, miterlebt hatte, dass ein Pest ausbrach. Und nach dem, was ich damals gelesen hatte, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, musste er ja da unterbrechen, auch aus anderen Gründen, weil man Praktikum machen musste. Aber er war ja offenbar als jemand, der zu Pestkranken ging, überhaupt sehr mutig. Hm. Und das Zweite war, dass er offenbar, da er ja selber nicht an der Pest gestorben ist, und manche hat heilen können, offenbar auch sehr erfolgreich. Vielleicht hat das ja auch mit seiner großen Verkleidung und mit diesen Räuchergeschichten da zusammengehangen, womit er die Flöhe vielleicht von sich fernhalten konnte. Was weiß man aus der Zeit, soweit Sie es recherchiert haben, was er in dieser Zeit, als das Medizinstudium unterbrochen werden musste, was er da gemacht hat? Ja, das war eine 5-jährige Unterbrechung, die ganz normal war. Zu dem Zeitpunkt trug er bereits die rote Robe und hatte praktisch den Auftrag von der Universität, praktische Erfahrungen zu sammeln. Ja, er wurde in die Pampa geschickt und bewegte sich nördlich der Pyrenäen bis nach Marseille und praktizierte Medizin, ja, Arzt. Und in dieser Zeit brach auch die Pest aus und er machte sich eben als erfolgreicher Arzt einen Namen in dieser Zeit. Aber er studierte auch weiter. Er lernte alles, was im Bereich Pharmazie möglich war. Vielleicht ist er auch zu Druiden gegangen und hat dort gelernt. Ich weiß es nicht. Gab es damals noch Druiden? Damals gab es noch, ja.
Auf die Katharer kommen wir später, ja. Aber jetzt mal bei den Druiden. Es gab damals noch Druiden in Frankreich, ja. In dem, was heute durchaus. Frankreich ist. Ah, natürlich ja. Praktizierten die heimlich, aber da liefen sowieso viele Sachen heimlich. Mhm. Ja, und dann meldete er sich 1529 zurück an die Universität, um seine Lizenz, das entspricht dem Diplom, und sein Doktorat zu absolvieren. Und das hat er dann auch, wann war das? Weiß gar nicht mehr. Das spielt keine 33 Rolle, die einzelne oder so Zahl, ja. Hat er das auch erfolgreich alles abgelegt und ist danach in die Richtung Agen umgezogen. Mhm. Also ein kleiner Ort in der Nähe von Agen. Dort lebte auch der Scaliger, Cäsar Scaliger. Ein damals sehr bekannter Mann. Ja, und der wissenschaftlich tätig war. Und auch durch seine eigenen Almanacher, die er veröffentlichte, mit denen er kommerziell recht erfolgreich war. Ja, und seine Streitschriften. Ja. Und der grundsätzlich alles hinterfragte. Ja. Naja, und ich kann mir vorstellen, dass Nostradamus zu ihm Freundschaft hegte, weil er viele gute neue Ideen auch hatte und ein Intellektueller war. Wenn man überlegt, in welche Zeit Nostradamus hineingeboren ist, das ist der Beginn der Renaissance, das ist nachdem Kolumbus Amerika entdeckt hat, nachdem Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern entdeckt hat, nachdem man gemerkt hat mit Fernrohren, dass es eine Welt draußen gibt, mit Mikroskopen, dass es eine Welt im Kleinen gibt. Das war ein Umbruch, eine völlig neue Weltsicht. Das muss man ja auch mit im Blick haben, wenn man diesen Visionär anschaut. Wie ging es nun weiter aus Ihrer Sicht von diesem zunächst mal auf Medizin, auf Heilen, auf diese Dinge konzentrierten Menschen dazu, dass jemand zum Visionär wird? Es gibt ja eine Astrologie nach ihm, es gibt die Zenturien nach ihm, die Verse. Er hat das französische Königshaus offenbar beraten, abgesehen von anderen kleinen Dingen, die er gemacht hat. Wie kam es wohl dazu, dass er von dem Bereich Medizin und Heilung in den Bereich Vision, Weltschau gelangte? Ja, gute Frage. Agen musste er verlassen, weil er dort seine erste Frau und zwei Kinder verloren hatte, die er nicht heilen konnte. Und die Schwiegereltern offenbar sehr aufgebracht waren gegen ihn, die Mitgift zurückhaben wollten und den ganzen Ort gegen ihn aufbrachten. Es kam offenbar, so berichtet er jetzt, zu einer Schlägerei mit Messerstecherei, wo er verletzt wurde. Und er hat dann noch in der gleichen Nacht sein Wägelchen gepackt, Pferd davor gespannt und ist geflohen. Wohl auch aus Sorge davor, dass er bei der Inquisition würde angeschwärzt werden können. Er war schon angeschwärzt. Weil er, Anführungszeichen, möglicherweise mit dem Teufel im Bunde stand, weil er andere wohl hat heilen können, aber die eigene Frau und die eigenen Kinder nicht. So habe ich das in Erinnerung. Das scheint im Hintergrund auch noch so gewölkt zu sein. Und der ihn wegen einer Äußerung über eine Marienstatue angeschwärzt hatte und er war einbestellt nach Toulouse zur Inquisition. Aber da hat er wohl einen anderen Weg gewählt. Gut, er ist also mit seinem Wägelchen aus diesem Orden nahe von Agen weg. Ja. Wo ist er hingegangen? Was weiß man darüber? Jetzt kommt wieder sein Bericht. Ja. Ja. Er hat sich geradeaus nach Süden gewendet, in Richtung Pyrenäen, also direkt auf die Pyrenäen zu. Richtung Spanien, würden wir heute sagen. Genau. Und dann kam er, also man hätte denken können, er wäre jetzt den üblichen Handelsweg vielleicht zurück nach Montpellier oder da in die Gegend. Nein, das hat er nicht gemacht. Er ist direkt auf die Pyrenäen zu gefahren und hat unterwegs seine Verletzung gepflegt und hat auch, er beschreibt auch, wie er sich selbst wieder sammeln musste. Mhm. Ja. Dass er sich wieder irgendwie als Mensch fühlen konnte, nachdem er so eine wahnsinnige Ablehnung erlebt hat, ja, so eine Missachtung auch, nachdem er eigentlich vorher sehr viel Erfolg hatte. Ja, das ist ein Sturz gewesen, ein seelischer Sturz. Mhm. Ja, und da ist etwas Seltsames passiert. Die Fahrt in Richtung Auch, was so mitten in der Pampa liegt, hat eine Wegkreuzung,
Da ging es dann auf der einen Seite nach Toulouse, auf der anderen Seite nach Bordeaux, auf der einen Seite eben zu den Pyrenäen und auf der anderen Seite zurück nach Agen. Da kam er ja gerade her. Und er trifft unterwegs, er war ganz einsam unterwegs, es war keine sehr begangene Straße, trifft er unterwegs auf eine Delegation. Es mögen 3, 4 Personen gewesen sein. Ein alter Weißhaariger dabei, der das Wort geführt hat. Und sie haben ihn angehalten und ihn in ein Gespräch verwickelt und haben ihn eingeladen, eine Mysterienschule zu besuchen. Ach. Ja. Und er hat dann im Laufe des Gespräches, er war nicht sofort schlüssig, im Laufe des Gespräches haben sie ihm dann bereits Übungen gegeben, die er machen sollte unterwegs. Sie haben ihm ein Schlüsselwort gegeben, mit dem er eine bestimmte Adresse aufsuchen sollte, auch die Adresse gegeben, auch die Person, und haben sich dann tief verbeugt vor ihm und haben sich verabschiedet. Wo sie hingegangen sind, wird nicht weiter beschrieben, aber das war mitten in der Landschaft, ohne Ortschaft in der Nähe. Dann hat er sich auf Auch zubewegt und in Auch hat er seine Richtung um 90 Grad geändert und ist dann von Auch tatsächlich wieder Richtung Toulouse gereist und beschreibt, dass er währenddessen schon angefangen hat, die Übungen zu machen auf der Fahrt. Weiß man, was das für Übungen waren? Ahnen Sie das? Ich meine, es wären bestimmte Meditationsübungen gewesen. Und wer war diese Delegation? Denn ja, bis auf Liz Green, die in ihrem, das war damals ein Heine-Taschenbuch, in ihrem Nostradamus-Roman, die hat sowas anklingen lassen. Mhm. Bis auf die gibt es ja bei anderen Autoren über Nostradamus, ich schließe mich da ein, nichts darüber. Was waren das für Menschen? Was war das für eine Delegation? Was waren das für Übungen? Was war der Zweck dieser Sache? Also erstens mal mussten die gewusst haben, dass er da des Weges einherkommt. Ja? Und haben sich da platziert, um ihn unter Ausschluss der Öffentlichkeit dort zu bearbeiten. Also praktisch sozusagen abzufangen. Genau, fast wir haben ihn da abgefangen, auch um ganz alleine mit ihm sprechen zu können. Weit und breit keine Siedlung. Ja, und also woher wussten Sie das zum Beispiel? Also, inneres Wissen? Ja gut, sagen wir mal das. Naja, es sei denn, dass es Spione in Agen gegeben hätte, die gesagt hätten, dann mit berittenen Boten gesagt hätten, Achtung, der Michel de Notre Dame kommt jetzt da mit seinem Wägelchen entlang. Mm, nee, das ist wohl nicht der Fall gewesen. Sondern es ging da schon um ein Geheimbund oder sowas, der Erkenntnis hatte davon, dass Nostradamus auf diesem Weg ist. Das heißt, ein Geheimbund, wo es eine Person gab, die visioniert hat. Und diese Person hat gesagt, da trefft ihr ihn. Dort marschiert jetzt hin und wartet auf ihn. Dort kommt er nach so und so lange Zeit kommt er da an. Und ja, und er hat nun Adresse, Schlüsselwort und die Übungen und geht damit nach Toulouse. Er überlegt sich tatsächlich, das beschreibt er selbst, er überlegt sich unterwegs, dass er die Schule besucht und währenddessen als Arzt praktiziert, um das Geld zusammenzukriegen für den Lebensunterhalt. Und dort in Toulouse trifft er auf die Katharer, die im Geheimen dort noch ihre Schule betrieben haben. Also katharische Mysterienschule in Toulouse. Das heißt, es spricht alles dafür, dass die Menschen, die ihnen sozusagen da begegnet sind oder abgefangen haben, auch Katharer oder Abgesandte der Katharer waren. Ja. Glauben Sie, dass die Katharer, der Visionär, von dem Sie da sprechen, dass die schon geahnt oder gespürt haben, dass Nostradamus eine Aufgabe hat und eine Gabe der Vision und die Aufgabe, das niederzuschreiben? Oder was könnte da sonst der Zweck sein? Das ist ja fast so eine Art Auserwählung. Ja, also das Leben des Nostradamus ist denen bekannt gewesen. Und dieser Visionär muss offenbar gewusst haben, welche Aufgabe Nostradamus haben würde und hat ihn praktisch einbestellt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen
Und er verschwindet jedenfalls für vier Jahre aus der Historie. Da wird zwar erzählt, dass er da in Bordeaux gesehen wurde oder dort, aber grundsätzlich ist er verschwunden, vier Jahre lang. Also es gibt keine Dokumente darüber, keine historischen Belege dafür, da hat er praktiziert oder da war er verheiratet oder so. Nichts, gar nichts, luftleerer Raum. Und er schreibt aber, dass er zunächst mal bei einem Vikar in die Schule gegangen ist, ja, um die Grundlagen zu erlernen. Und mit dem hat er dauernd Streit gehabt. Mhm. Also er hat sich grün und blau geärgert über den, hat sich wohl beschwert. Und ab dann wurde er von dem Bischof selbst unterrichtet. Und zwar in der Ohrenbeichte. Von dem Bischof selber, liebe Rose Stern, meinen Sie vom katholischen Bischof oder vom Katarer Bischof? Katarer Bischof. Das müssen wir aber ausdrücklich sagen, ja, weil sonst unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer das nicht ohne weiteres wissen. Ja, ja. Also das heißt, Sie sagen, in dieser Zeit gab es noch eine geheime, parallele katarische Kirche sozusagen oder Gemeinschaft und die hat ihn unterrichtet. Was ist dann, was sind die nächsten wichtigen Stationen aus Ihrer Sicht, also nach dieser Lehrzeit? Er empfängt dort das Consalomentum, das beschreibt er auch, in Foix. Das ist südlich von Toulouse, 20 Kilometer. Was bitte Kilometer. Ist das Consalomentum? Also die Katarer haben dieses Fest gefeiert. Und an der Manisola, Manisola bedeutet eben höchster Festtag, da ist Mani drin, also es sind Manichäer gewesen möglicherweise. Ja. Und das Consalomentum ist so etwas wie die Feuertaufe. Ah ja. Und Consalomentum übersetzt so heißt ja Trost oder Tröster. Er hat also das Pfingstwunder empfangen. Und das heißt, er ist erleuchtet worden. Und darüber hinaus hat er aber die Verschlüsselung gelernt und auch die Entschlüsselung gelernt. Das heißt, es lagen Texte vor, an denen er gelernt hat. Und als Abschluss seiner Schule bekommt er ein Paket Schriften in die Hand gedrückt, kleines Heftchen, alte Weissagungen, verschlüsselte Weissagungen, zusammen mit einem Auftrag, eben dem Auftrag, diese Sache aufzubereiten und die Verse so zu verstecken, dass sie zwar der Öffentlichkeit zugänglich sind, aber dass praktisch niemand herankommt. Und das ist dann auch passiert. Er hat ferner den Auftrag bekommen, nach Deutschland zu reisen. Und er beschreibt dann die Reise, die ging über Carcassonne, Avignon, Lyon, nach Bar-le-Duc. Und in Bar-le-Duc passiert diese hübsche Geschichte mit den zwei Schweinchen. Und da wird eben deutlich, dass er dort bereits die Fähigkeit der Vision hatte. Da ging es um ein schwarzes und ein weißes Schwein, genau. Da sollte er auf die Probe gestellt werden. Da wurde aufgetragen, er soll sagen, welches wird heute Abend zum aufgetischt. Yeah. Und es sollte das weiße Schwein aufgetischt werden und das schwarze getötet werden. Der Koch hat es aber andersrum gemacht. Und trotzdem hat Nostradamus gewusst, welches das Richtige war, um das kurz für die... Ja, es ging noch dann um einen Wolf, der das in der Küche das Ja, ja, das war also noch ein bisschen komplizierter. Ja, aber der Tatsache hat das Schwein aus dem Topf geholt, sozusagen. Oder also Tatsache vom Grill ist, geholt. Dass das, was eigentlich nicht passieren sollte, doch passiert ist und der Nostradamus gewusst hat. Aber welchen Sinn soll es denn haben, wenn Nostradamus, ich weiß nicht, wie viele tausende Verse, in verschlüsselt gibt, wann sollen die denn entschlüsselt werden? Oder was soll der Sinn sein, wenn sie... wenn sie das viele hunderte von Jahren verschlüsselt da liegen. Ich meine, ich habe in meinem eigenen Buch habe ich hinten die Verse abgedruckt auf Altfranzösisch. Also ich kann Französisch, das heißt nicht, dass ich sie entschlüsseln kann. Ich kann mühevoll die Worte vielleicht lesen, vielleicht, auch nicht alle. Muss man ganz fairerweise ja zugeben, dass man keineswegs jedes die Wort Deutschen lesen kann. Die Deutschen sind da nicht so flüssig im Französischen. Ja, nein, das liegt nicht am Französischen, sondern es liegt teilweise daran, dass er teilweise auch das Französische kein
kein normales Französisch. Ja, das ist richtig. Nicht? Das muss man schon sagen. Ja. Was ist also zur Frage zurück, Rose Stern, was könnte denn der Grund sein, dass er dann nun die Gabe hat, den Auftrag hat, teilweise alte historisch niedergelegte Prophezeiungen plus seine neu vielleicht empfangenen in ein Kompendium in die Zenturien zusammenzufassen, sie so zu verschlüsseln, dass sie nach wie viel hundert Jahren wann offenbar werden sollen? Warum? Ja, weil da ein Inhalt verborgen ist, der erst zu dieser Zeit dann überhaupt relevant wird. Nicht, damals die Leute mit dem Polsprung zu konfrontieren, das wäre reichlich früh gewesen. Gut. Ja, also jetzt ist schon eher ein Verständnis dafür da. Und, weil jetzt, man weiß, dass es in der Geschichte der Erde immer wieder mal einen Polsprung gegeben hat. Ja. Das weiß man ja inzwischen naturwissenschaftlich. Ja, inzwischen weiß man es. Damals wusste man nichts darüber. Ja. Nicht? Und da stehen eben die Warnungen drin, was da alles jetzt in den nächsten Jahren kommen wird. Und und die Warnungen, die gelten für uns und nicht für die Zeit, in der er gelebt hat. Mhm. Ja? Mhm. Und deswegen mussten die Verse diese Jahre noch überdauern. Und das passierte eben dadurch, dass er ab und an irgendwelche Dinge da reingesetzt hat, die von jemandem gefunden wurden, die dann auch stimmen konnten mit der Interpretation. Mhm. Und so ist das lebendig geblieben bis heute. Und viele, viele haben Bücher über diese Verse und über Nostradamus geschrieben. Das hat die Sache auch am Leben erhalten. Ja? Also kein Buch, was irgendwo geschrieben wurde, im Zusammenhang mit Nostradamus ist überflüssig, ja, oder bedenklich oder sonst was. Das gibt mir die schöne Gelegenheit, an dieser Stelle mal auf etliche Bücher von Rose Stern hinzuweisen. Da gibt es zunächst mal hier ein Buch, das heißt Der Prophet der Neuzeit, Nostradamus, das Mysterium der 1000 Verse. Das war das Erste. Das war das Erste. Dann gibt es hier Die göttliche Weissagung jetzt. Das war das Vorletzte. Das Vorletzte. Dann haben wir hier Der Teufel geht umher und wie ein brüllender Löwe. Um Himmels Willen. Na, was? Also das ist ein Roman oder was? Nein, nein, da ist eine Fabel drin. Aha. Und Weissagung von Nostradamus. Ich dachte mir doch, ich sage Roman, Sie sagen Fabel. Ich spüre doch, was da drin ist. Ich spüre das so. So, und dann haben wir hier ganz anderes Bild. Erzähl mir von Europa. Ja. Das klingt spannend. Das heißt, es sind Weissagungen, die erst dann und dann wirklich gelten und entschlüsselt werden sollen. Wir haben im Vorgespräch darüber uns unterhalten, dass Sie spüren, wissen, glauben, dass Sie vieles entschlüsselt haben. Alles weiß ich nicht, aber vieles doch. Ich nehme das nicht für mich in Anspruch, alles entschlüsselt zu haben. Nein, das ist klar. Was gibt es für welche Themenkreise, wir wollen erst am Schluss auf eine Prophezeiung kommen, aber allgemein, was für Warnungen hat denn ein Seher vor 500 Jahren für uns in Europa haben können? Ich denke an Irlmeier, den wir manchmal hier bei Welt im Wandel besprochen haben und Verschiedenes, oder an den böhmischen Hirten und so weiter. Das sind alles Menschen, die vielleicht vor 100 Jahren gelebt haben oder 120 Jahren oder so. Was hat ein Nostradamus vor 500 Jahren wissen können? Ja, ich sehe Nostradamus sowieso in der Reihe der echten Propheten. Mhm. Ja, nicht nur, dass er jüdischer Herkunft ist, sondern eben auch der Umfang seiner Aussagen. Und ich habe ja in den Büchern immer wieder Johannes den Täufer zitiert, also und auch eben die Offenbarung Johannes aufgeführt. Und diese Sachen, die haben gewisse Qualität, die ich bei Nostradamus eben wiedergefunden habe. Deswegen sage ich, das ist echt. Mhm. Ja. Und der älteste bekannte Prophet ist ja der Henoch gewesen. Henoch eröffnet praktisch die Reihe der jüdischen Propheten. Nicht? Und schon vor 2500 Jahren war die Konstellation der Sonnenfinsternis hier in Europa vom 11. August 99 bekannt. Die ist ja schon beschrieben worden dort und von mehreren Propheten wieder aufgegriffen bis hin zu Johannes. Ja?
Nostradamus. Haben Sie das Gefühl, dass Nostradamus, liebe Rose Stern, haben Sie das Gefühl, dass Nostradamus für uns, für diese Dekade, in der wir leben, vielleicht auch 20, 30 Jahre, Wesentliches mitzuteilen hat? Ja, ganz Wesentliches. Er gibt die Daten des Polsprungs und er gibt Daten an zu dem, wo man das dann praktisch erkennen kann, dass es losgeht. Das ist der Krieg in Deutschland oder in Europa. Polsprung, Krieg in Europa. Ja, beziehungsweise umgekehrt, erst der Krieg in Europa, der Polsprung, der die ganze Geschichte beendet. Wir haben ja nun Kriege in Europa jetzt in den 90er Jahren in Jugoslawien gehabt. Mhm. Wir haben jetzt Kriege im Moment in Syrien, vorher in Libyen, Irak und so weiter. Mhm. Gibt es da nur die Warnung davor? Oder gibt es auch Auswege? Spricht er auch darüber, was man machen könnte? Weil manchmal heißt es ja, dass Zukunft nicht hundertprozentig festgelegt ist, sondern wie sehen Sie das? Ist Zukunft hundertprozentig prädestiniert? Mit dieser Genauigkeit, wie Nostradamus das beschreibt und vorgibt, ja, kann ich nur sagen, was will man daran ändern? Ja? Was? Also das ist dermaßen genau, die Fläche zum Beispiel des gelben Strichs, dermaßen genau angegeben. Und was ist das, eine Fläche des gelben Strichs? Ja, das ist etwas, was im Rahmen dieses Krieges passiert, ja, dass Drohnengeschwader aus Libyen gelenkt werden, um gelbes Kampfgift abzuwerfen. Klingt nach Senfgas. Senf, so zum Beispiel Arsen, ja. Nostradamus führt die ganzen Gifte auf. Ja. Warum ich frage, ob die Zukunft prädestiniert sei oder nicht, und wir kommen gleich noch mal zum Polsprung zurück, ist Folgendes. Wie Sie wissen, gab es ja die Fatima-Erscheinungen 1917 vom 13. Mai bis zum 13. Oktober jeden Monat. Mhm. Am Anfang waren es nur die Hirtenkinder, später waren es beim sogenannten Sonnenwunder, waren es ja 60 oder 70.000 Menschen, die das mit offenen Augen gesehen haben. Die waren ja nicht alle unter Drogen oder sowas. Und in diesen Prophezeiungen und Mitteilungen heißt es, wenn ihr umkehrt, wenn ihr euch besinnt, wenn ihr merkt, was ist das an Licht in euch, was ist, dann könnt ihr daran was verändern. Das sehen Sie bei Ihren Deutungen und Lesungen nicht, sowas, oder doch? Doch. Also es gibt eine Chance. Also bloß man muss realistisch sein bei der ganzen Sache. Wer kehrt denn um? Wie viele sind das? Wann ist mit dem Polsprung zu rechnen ungefähr? 2019. Wir haben jetzt, während wir das Interview hier machen, haben wir September 2016, also in 3 Jahren. Hm. Na, da denkt man ja fast, da müsste man sich eine Arche Noahs bauen sozusagen. Ja. Nicht? So ähnlich. Also ja, das klingt bei mir jetzt gerade so an. Und ich merke, während ich mit Ihnen spreche, merke ich an bestimmten Zeichen, die ich bekomme, ja, da stimmt was, weil ich bestimmte körperliche Signale kriege, wenn was von oben her richtig ist. Das heißt, wer offen ist, wer sensibel ist, wer ohne zu dramatisieren und ohne in Hysterie zu verfallen, genau, aber überlegt, was kann ich machen, ich bekomme noch mehr solcher Zeichen jetzt, damit ich in dem Umfeld, in dem ich tätig bin, nicht für die ganze Welt, sondern dort, wo ich bin, genau, etwas bewegt. Kann man nicht. Wenn Sie darüber noch ein, zwei Wörtchen sagen, wie können wir damit umgehen, dass es manche Dinge gibt, die sehr schwierig aussehen? Ja, also Sie haben vollkommen recht, man kann nicht die ganze Welt retten. Das ist ein Unding. Ja, und das kann man auch von mir nicht verlangen. Ich kriege solche E-Mails. Ja, und denken Sie an die Tsunamis. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Wer hat nach dem Tsunami oder beim Tsunami, das sind immerhin 200.000 Menschen gewesen. Ja, Wahnsinn, ja. Vielleicht konnten 50 gerettet werden oder 100 durch ein großes Glück. Aber gut, ich hatte Sie unterbrochen. Ja, das ist richtig. Das ist so. Was können wir trotzdem tun? Jeder kann einen Versuch unternehmen. Jeder kann einen Versuch unternehmen. Und Nostradamus gibt Techniken an, Meditationstechniken, den Kopf zu entleeren. Ja, den Kopf leer zu machen.
Beschreiben Sie das in einer der bisherigen Bücher? Ich beschreibe viele Techniken in den Büchern, ja. Ah ja. Mhm. Aber hat das auch was mit dem dritten Auge und dem Licht am dritten Auge zu tun oder am Kronenchakra oder weniger? Man muss ja erstmal Fundament schaffen. Also, okay, Entschuldigung, dann bin ich zu weit gesprungen. Gut. Und da gibt es bestimmt welche, die auch eine andere Arbeit noch machen können, ja. Aber erstmal die Basis. Na, die Basis wäre mal Entspannung, Atmung, Entleerung, Harmonisierung, in die Balance kommen zum Beispiel. So in die Stille kommen. Ja. Das, ja. Und das ist etwas, was Nostradamus absolut empfiehlt, weil er sagt, während des Polsprungs wird auch bei uns im Gehirn werden die Synapsen umgedreht, also Plus und Minus werden umgedreht, ja. Und während das passiert, man möchte ja sein Gehirn anschließend wieder benutzen können, ja, aber während diese Umpolung passiert, können durch Gedanken, die man im Kopf hat, können Dinge fehlgehen. Und die Leute werden dann verrückt. Und das beschreiben etliche Seher, dass die Leute anschließend verrückt sind. Mein verstorbener Meditationsmeister hat das bereits vor 1989 gesagt. Ja. Er hat gesagt, die Menschen sind dabei, zu einem großen Teil verrückt zu werden. Ja. Verrückt zu werden. Hm. Das hat er nicht abwertend gesagt, hat er nicht mit Boshaftigkeit oder irgendwas, sondern er hat es mit Bedauern gesagt. Also das, wenn wir uns umschauen, was heutzutage bei uns in der Welt passiert, wir sind offenbar dabei, zu einem hohen Prozentsatz verrückt zu werden. Ja. Was können wir machen? Wir können also meditieren, in die Stille gehen. Mhm. Wir können versuchen, bei uns im Gleichklang zu bleiben. Und wenn dann Umbrüche kommen, im Grunde genommen, habe ich Sie richtig verstanden, die Ruhe zu bewahren, bei sich zu bleiben. Ja, vor allen Dingen die Zeit des Polsprungs ohne Gedanken zu verbringen, damit nicht das Gehirn beschädigt wird. Also ohne zu Gedanken, oh Gott, was passiert jetzt, was wird übermorgen sein, genau. werd ich in 3 Tagen noch was zu essen haben, wie geht es meinem Haustier, was ist mit meinem Auto oder solche Sachen. Ja, ja, nichts dergleichen. In dieser Zeit soll man sich hinsetzen und den Kopf 8 Stunden lang ohne Gedanken haben. Schwer genug, ich habe über 28 Jahre lang selber mich zur Meditation hingesetzt. Teilweise bis zu 10 oder 12 Stunden am Tag. Ich habe wahrscheinlich wirklich meditiert in solchen 10 Stunden, vielleicht 4 mal 15 Sekunden. Richtig. Oder 4 mal 20 Sekunden. Ja. Wenn es hochkommt, muss ich mich an der Nase ziehen, ganz selbstkritisch. Völlig ohne Gedanken, ganz schwer. Meditieren Sie selber? Ja. Und beschreiben Sie irgendwo, wie Sie meditieren? Ich vermittle das auch weiter. In Kursen oder? Ja, in meinen Seminaren. Ah, Sie machen Seminare, ja, gut. Da halte ich die Leute an, eben diese Techniken zu verwenden. Und Die Seminare kann man ja dann über die Webseite, die wir einblenden, dann sich weiter informieren, wo die stattfinden die stattfinden. Liebe Rose Stern, zurück zu Nostradamus und zwar zu ihm als Menschen. Wir haben im Vorgespräch eine ganz interessante Frage uns mal notiert. Hat er gemacht, was er wollte? Oder hat er das gemacht, was er tun sollte? Oder war er Instrument? Wie viel Anteil von ihm selbst ist in solchen Warnungen? Wie viel ist ein höherer Auftrag? Also Nostradamus beschreibt, dass er gesandt wurde. Er schreibt etwas von Gesandtschaft. Mhm. Und als er stirbt, beschreibt er das in einem kleinen Vierzeiler. Er gibt diese Aufgabe zurück, die Gesandtschaft gibt er wieder ab. Aha. Das heißt, also er ist von dem Zeitpunkt an, wo er ausgebildet wurde und vertraut gemacht wurde mit seiner Aufgabe, ist er Gesandter gewesen. Mhm. Das heißt, er hat nicht getan, was er wollte. Das wäre ihm sowieso irgendwie nicht in Sinn gekommen. Also das freier Wille oder sowas ist ja lächerlich. Sondern er
ist diesem Auftrag gefolgt, ja, und hat das mit aller Ernsthaftigkeit betrieben. Also man kann nicht sagen, er hat das selbst gewählt oder so. Er ist da hineingeführt worden, ja. Es kann nicht jeder einfach sagen, so, ich werde jetzt Prophet. Das funktioniert offenbar doch nicht so. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, so, ich will jetzt Visionen haben, so und so, ich werde jetzt auch hier. Geht nicht, funktioniert nicht. Was spüren Sie, was Ihre Aufgabe ist, Rose Stern? Meine Aufgabe ist, die Sachen aus dem Text rauszuholen und den Leuten nahezubringen. Und offenbar auch Wege zu zeigen für einzelne, offene, Interessierte. Für Interessierte zeige ich auch Wege. Wie man damit umgehen kann. Ja. Na nun, das Gros der Leute, was mir dann schließlich dann endlich doch schreibt, dankenswerterweise, und nicht irgendwo hinterm Rücken rumhetzt gegen meine Sachen. Ja, das Gros der Leute, die geraten erstmal in Angst. Mhm. Dann merken sie, oh, das ist ein Mammutwerk, was ich da vollbracht habe bis jetzt. Und dann merken sie, oh, ich möchte doch was tun. Mhm. Ja? Und diejenigen, die in Angst zu mir kommen, ja, die fragen dann, wo ist der sichere Platz? Und ich muss ihnen dann sagen, tut mir leid, wir enden alle mit dem Tod. Und der Tod erreicht sämtliche Plätze auf dieser Erde. Diese Frage müssen wir nicht stellen. Wir müssten eben eher fragen, was ist jetzt dran für uns? Was sollten wir machen, damit es uns besser geht? Damit wir irgendwie Zuversicht bekommen, dass doch noch was möglich ist. Ja? Und da sage ich zum einen, seid positiv. Mhm. Freut euch an eurem Leben, seid dankbar für das, was ihr habt. Freut euch dran, lacht, ja? Seid vergnügt, geht tanzen, geht singen, singt viel. Eiscreme essen. Na klar, warum denn nicht? Bei mir. Merkt man auch am Bauch. Warum denn nicht? Also keine Askese und keine Beschneidung. Söhnt euch aus mit allen, mit denen ihr mal Streit hattest. Geht mit denen ein Eis essen, ja? Mit denen ihr euch gezankt habt. Und liebt einander, seid froh. Und natürlich bringt euren Körper in Ordnung. Bringt eure Seele, euer Herz in Ordnung. Und dann könnt ihr beginnen mit diesen Meditationsübungen. Und wo die euch hinführen, da ist es richtig. Und ich kann eben nicht sagen, kriecht in euren Keller und macht da einen Supermarkt drin auf. Ja? Das ist nicht. Da ist eine Ernährungsumstellung notwendig, wenn man da in die Richtung gehen möchte, dass man sich ein Lager anlegt. Ja? Das funktioniert nicht mit den Tüten und Dosen, die man da im Supermarkt kauft. Ja? Schon das, da ist ja Monsanto und alles Mögliche mit drin. Ja? Liebe Rose Stern, dieser Gedanke, den Sie gebracht haben, der Tod erreicht uns überall, egal wo wir sind. Leben wir das Leben so, dass wir versöhnt sind mit dem Leben? Leben wir es voller Zuversicht? Seien wir positiv? Das ist etwas sehr Wichtiges, glaube ich, in unserer Zeit. Mhm. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben gehört, Nostradamus, da ist viel drin, was einen möglicherweise erstmal beunruhigt oder vielleicht sogar Furcht einflößt. Man kann aber, wenn man offen ist und bewusst leben will, damit auf andere Art und Weise umgehen. Es gibt ein weiteres Gespräch mit Rose Stern, was mein lieber Kollege Robert Fleischer geführt hat, auch auf diesem YouTube- und Internetkanal von Welt im Wandel. Ich sage danke sehr, liebe Rose Stern. Ich hoffe, dass viele Menschen sich bei Ihnen in den Seminaren darüber kundig machen, wie man positiv und im Gleichklang leben kann und sich für meditative Übungen öffnet. Und ich weise gerne am Schluss nochmal hin auf die Bücher, mehrere Bücher von Rose Stern. Das ist ganz leicht zu finden im Internet, wenn Sie Rose Stern und Nostradamus eingeben. Ich danke Ihnen nochmal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie bei Welt im Wandel immer wieder treues Publikum sind. Und wir hoffen, dass wir Ihnen auch weiterhin interessante und wichtige Informationen und Sendungen bieten können. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal bei Ihnen. Ich danke.